Als ich das gesehen habe, dann habe ich wirklich Panik bekommen. Es war wie so, also, ich weiß nicht, zu was der alles fähig ist. Wir gehen dem Thema Stalking nach und treffen Menschen, die erzählen, was für einen Einfluss der Psychoterror auf ihr Leben hat. Es entzieht dir auch jegliche Energie. Jemand hat nicht das Recht, Kontakt mit jemand anderem zu haben. Ganz so einfach ist es aber nicht. Stalking ist in der Schweiz kein eigener Straftatbestand. Strafbar sind nur einzelne Handlungen, wie zum Beispiel Drohungen oder Körperverletzung, was oft schwer zu beweisen ist. Was kann man gegen Stalking unternehmen? Dem gehen wir in diesem Film nach. Wir treffen jetzt dann gerade Sandra. Sandra und ich kennen uns von früher aus der Schulzeit. Und sie ist tatsächlich über mehrere Jahre hinweg gestalkt worden. Ich habe das sonst mal ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Erst vor kurzem, als ich Sandra wieder getroffen habe, hat sie sich mir anvertraut. Ich habe ihr erzählt, dass ich eine Reportage zum Thema Stalking mache. Sandra ist bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Allerdings nur anonym. Der Anfang war eigentlich schon vor 10 Jahren mittlerweile. Ich hatte dort relativ frisch Facebook. Und mir hat dort ein Typ eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich habe aber niemanden angenommen, den ich nicht gekannt habe. Und dann hat mir der Typ mal von Nachrichten schreiben. Hättet ihr das Profilbild gehabt? Nein. Also es ist so ein anonymes, eigenes Landschaftsfoto, das Profilbild war ein Name, x-beliebiger Name, plus eigentlich auch keine Freunde wirklich. So. Also man hat eigentlich schon gemerkt, dass das kein echtes Profil ist. Nachrichten von wegen, eben, ob ich auch irgendwo hinkomme, ob ich dort an den Event gegangen oder Kompliment. Und ich aber eben nicht wirklich als Kompliment empfunden habe. Zu meinem Aussehen, zu meinem Körper. Magst du erzählen, was das für Komplimente waren? Ja, irgendwie, hey, du bist so eine schöne Frau, du hast so einen tollen Körper. Wahnsinnig, wie gut du aussiehst. Vielleicht etwa 2 Monate lang hat er mir dann immer so geschrieben und Bilder geschickt und alles. Und dann habe ich der Polizei mal angerufen und halt erzählt, dass da ein Typ mir über Facebook zum Teil eben 70 Mal am Tag Nachrichten schickt und mir Kompliment macht und ich aber nicht wüsste, wer das ist. Und hat er dann schon gefragt, ja, was denn für Kompliment? Dann habe ich gesagt, ja, das ist schön ausgesehen oder so Sachen. Und er hat gesagt, ja, das ist nicht rechtlich, also nicht illegal. Da können wir nichts machen. Wie hast du dich gefühlt, als er das gesagt hat? Ja, irgendwo durch einen Stich gelassen und so ein bisschen. Ich habe ja gleich gespürt, dass das nicht okay ist, was er macht. Und so machtlos dann, durch das, dass ich gemerkt habe, dass mich da die Polizei damals nicht unterstützt hat, habe ich mir gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, muss jetzt zuerst etwas passieren, dass irgendjemand dann mir auch zulässt. Also muss es denn dazu kommen, dass er, ich weiß auch nicht, mich halt sexuell belästigt oder dass er auf mein Grundstück eben kommt, unerlaubterweise, dass nachher irgendjemand sagt, ah ja, jetzt hat er etwas Falsches gemacht. Wie sie mir jetzt im Gespräch sagt, ist Sandra zu dem Zeitpunkt 17. So belastend das alles ist, bis zu dem Punkt hat der Täter mit seinen Handlungen die Grenzen der Illegalität nicht überschritten und sich somit auch nicht strafbar gemacht. Weil sie von offizieller Seite keine Hilfe bekommen hat, nimmt sie die Sache selber in die Hand und schreibt ihrem Stalker, er soll sie in Ruhe lassen. Erfolglos. Die Situation ist kurz darauf abend noch schlimmer geworden. Bilder, die wir jetzt sehen, zeigen wir nicht. Sie sind pornografisch. Also man sieht hier eigentlich verschiedene Nacktfotos von Frauen in unterschiedlichsten Positionen. Da auch irgendwie sehr fest angezoomt in die Intimzone und auch im Brustbereich. Magst du es vorlesen oder einen Teil davon? Lori, das ist okay für dich? Ja, sicher. Okay. Wie lange trägst du schon BHs? Hast du nämlich größere Brüste, als man glaubt, wenn man dich im Bikini sieht? Also wird dir wahrscheinlich irgendwelche Bikini-Fotos. Du musst oben ohne schon Hammer aussehen, mit deinem schönen Lächeln, den grünen Augen, schön braun. Da gibt halt so ganze Datenbank auf seinem PC mit Fotos von mir. Dann irgendwie so im Zug ein Foto von mir angezoomt. Das ist ja mega close. Ja, das ist halt angezoomt wahrscheinlich im Zug, weißt du. Hat er die Fotos von deinem Facebook-Profil gehabt? Nein, die meisten Fotos aus dem Zug. Oder er ist auf Facebook-Profil von meinen Kollegen, die es öffentlich hatten, wo ich irgendwo markiert war.
Oder er hat einfach nach meinem Namen gegoogelt und irgendwie von einem Sportverein oder so, wo ein Mannschaftsfoto noch jemand war, hat er ausgeschnitten. Als ich das gesehen habe, dann habe ich wirklich Panik bekommen, weil ich gedacht habe, was für ein perverser Mensch auch. Und es war wie so, also, ich weiß nicht, zu was er alles fähig ist. Weil das ist ja schon eine verdammte Grenzüberschreitung. Man wird fast so ein bisschen paranoid, wenn man immer aus dem Haus geht und denkt, komme ich nachher wieder ein Foto über, wenn ich hier im Zug sitze? Oder filmt er mich wieder, wenn ich durch die Stadt laufe? Und das hat mir dann halt wirklich Angst gemacht, weil ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann langt ihm das auch nicht mehr. Sondern er will dann irgendeinen nächsten Schritt gehen, oder? Und ja, dann, also habe ich auch nicht mehr geschlafen und alles. Sie erzählt uns, dass sie das Profil jeweils nach einer Zeit blockiert und kurz darauf abend Nachrichten von einem neuen Profil bekommen hat. Die Nachrichten sind immer krasser geworden. In ihrer Hilflosigkeit meldet sich Sandra bei der Opferberatung Aargau. Zusammen mit Sandra besuchen wir die Frau, die sich damals ihrem Fall angenommen hat. Corinna Stoltenberg hat schon viele von Stalking betroffene Menschen betreut. Allein im Jahr 2021 waren es ca. 50 Fälle. Ich habe damals mega lange gedacht, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich meine. Ja. Und vielleicht kann ich da völlig überreagieren. Ja. Und es hat mir damals, als ich ihn angeleitet habe, hat mir das so gut getan, dass er mich wie jemand ernst genommen hat. Ja. Und gesagt hat, nein, das ist falsch, was die Person macht. Ja. Und das finde ich einfach wahnsinnig, was das so mit einem anstellt im Kopf. Genau. Dass ich auch heute immer noch mir eben überlege, jetzt machen wir den Beitrag. Nachher sehen das Leute im Fernsehen und vielleicht denken auch die Leute dann, was tut sie so? Ja. Ja. Ist doch nicht so schlimm. Das ist ein Gefühl, das mich dann auch wieder hässig macht. Weil, also auf mich selber, weil ich denke, du weißt ja eigentlich selber, dass es falsch ist. Wieso zweifelst du denn gleich an dir? Ja. Es ist interessant. Das ist ein ganz super Statement. Es ist oft so, das passiert über Jahre, oder? Man nimmt das mit der Zeit wahr, als es ist so und ich kann es nicht ändern. Es macht einem auch ein bisschen hilflos. Man wird immer verzweifelter oder man fängt an sich selber zu zweifeln. Sie haben ja häufig mit der Polizei zu tun, wahrscheinlich auch in diesen Fällen. Und wie begegnet Ihnen oder wie nehmen Sie die Polizei in diesen Situationen wahr? Also was die Schwierigkeit bei der Polizei ist, ist das Stalking. Het is natuurlijk nog geen Straftatbestand in de Schweiz. Dat is bekend. Dat het voor de Polizei manchmal ook schwierig is, wenn jemand jeden Tag een Rose vor de Tür legt oder een Briefli im Briefkasten fünfmal anruft, ungefragt Päckchen schickt oder was auch immer. Dat is alles lästig. Dat is Psychoterror. Dat laat einen manchmal noch verzweifeln oder nicht schlafen. Das tut die Lebensfreude manchmal auch ein bisschen verschwinden. Das kann man alles sehr gut verstehen. Aber die Schwierigkeit für die Polizei und für die Strafbehörde ist natürlich zu schauen, gibt es einen Straftatbestand? Und wenn kein Straftatbestand ersichtlich ist, dann sind auch die Polizei oder die Strafbehörde die Hände gebunden. In dem anderen Fall hat der Stalker die Grenzen klar überschritten. Aber zu dem kommen wir später. Wann ist jetzt also ein Verhalten in Straftatbestand und wann nicht? Wir haben hier auf dem Kanal einen Aufruf gemacht, um Personen zu finden, die schon mal gestalkt worden sind. Auch hier war es schwierig, die Fälle einzuschätzen. Ist das jetzt Stalking oder einfach nur nerviges Verhalten? Zum Beispiel schreibt Sophie, er schrieb mir auf WhatsApp täglich, folgte mir unbemerkt und schoss Fotos, die er mir dann kurze Zeit später wieder per WhatsApp schickte mit den Kommentaren wie «Das ist aber ein schönes Kleid» oder «Du solltest die Haare öfter so tragen». Sie sagt, sie habe das sehr gruselig gefunden, aber sie hat dann auch probiert, sich zu wehren. Sie ist zu der Polizei gegangen und dank dem ist es dann auch gelungen, um die Person überall zu blockieren. Und sie hat ihn seitdem nie mehr gesehen und auch nichts mehr von ihm gehört. Dann schrieb der Joker, ich wurde jahrelang gestalkt von meiner Ex, bis ich irgendwann den Mut gefunden habe, zur Polizei zu gehen. Mir war das so peinlich damals. Er sagt, dass seine Scham sehr gross gewesen sei, aber dass er Angst hatte und dass er auch paranoid gewesen sei. Aber dass es als Mann einfach schwerer sei, weil ihm nicht geglaubt würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass man als Mann mit so toxischen Klischees konfrontiert wird, wie du bist ja der Mann, du musst stärker sein, du bist ja eine Frau körperlich überlegen. Aber ich glaube, dann geht auch ein bisschen vergessen, dass Stalking auch eine psychische Belastung ist und dass es nicht nur um körperliche Überlegenheit geht. Wir wollen herausfinden, wie viele Männer im Vergleich zu Frauen von Stalking betroffen sind. Für die Schweiz gibt es da leider keine repräsentativen Zahlen. In Deutschland ist Stalking im Gesetz ein eigener Straftatbestand und kann darum einfacher ausgewiesen werden.
Letztes Jahr sind in Deutschland 2.464 Stalking-Fälle polizeilich erfasst worden. 80% der Betroffenen waren Frauen. Wir können uns gut vorstellen, dass Scham bei Männern eine grosse Rolle spielt. Und darum gehen wir davon aus, dass die Dunkelziffer bei Männern hoch ist. Neben Joker hat sich nochmal ein Mann bei uns gemeldet. Er schreibt uns, dass er Igor heisse und dass er schon seit 25 Jahren von einer Frau verfolgt würde. Das tut sich äussern in Briefen, sie würde bei ihm anrufen und auch von seiner Haustür auftauchen. Das sage ich aber nicht konstant, sondern das käme immer wieder so in Wellen. Und letzten Winter, so im November, Dezember 2021, sage ich, sehr schlimm gewesen. Wie das Verhalten von dieser Frau den Igor belastet, soll er uns erzählen. Wir merken schon vor dem Gespräch mit ihm, dass sein Fall schwierig einzuordnen ist. Es ist zumindest für uns nicht klar ersichtlich, ob ein Straftatbestand vorliegt. Ein Graubereich. In der Recherche sind uns mehrere so Fälle begegnet, wo die Beweislage dünn war. Wir wollen herausfinden, wie der Igor mit dem umgeht. Anna. Freut mich, hallo Igor. Hallo. Anna, freut mich. Hallo zusammen. Der Igor erzählt uns, dass er die Frau, die ihn bis heute belästigt, vor rund 25 Jahren kennengelernt hat. Er hat ihr Kind Nachhilfe gegeben und sagt, dort 18 war, sie Mitte 30. Und ein Satz von ihr war mal, du bist der erste Mann, der meine Seele berührt hat. Getrieben von dieser Idee meldet sie sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder beim Igor. Mal per Telefon, mal schriftlich. Er zeigt uns all die Briefe und Postkarten, die er aufbewahrt hat. Leider sieht es für mich nicht so aus, als ob du nur einen Gedanken an mich verschwenden würdest. Es scheint mir, als ob dich meine Existenz und alles, was zu mir gehört, nicht mehr im geringsten interessiert. Ich war es zwar gewohnt, dass du im Herbst 98 aufgehört hast, offen mit mir zu sprechen. Du wusstest es, dass ich damit umgehen kann, dass du einen Freund hast. Ich träumte auch schon davon, dass ich dich in Poretsch am Strand mit einer Frau sah und du mich provozierend ansahst. Mich mit einer Frau, das... Sie weiß, dass es nicht so ist, aber das glaubt sie einfach nicht. Wie hat sie darauf reagiert, wo du ihr gesagt hast, dass du nicht an Frauen interessiert bist? Das glaubt sie nicht. Sie hält das für eine Ausrede, dass sie mich in Ruhe lässt. Ich habe um meinen Geburtstag eine Woche Ferien, werde höchstwahrscheinlich abhauen. Kommst du mit? Bitte, bitte, bitte. Du kannst deinen Anhang mitnehmen, wird schon gehen, bin erträglich und werde euch keine Eifersuchtsszenen liefern. Ich sehe, du hast dir ja Zeit genommen, hier ausführlich zu erklären, oder? Ja. Um auf sie einzugehen. Ja. Das habe ich durchaus auch gemacht. Nach ein paar Jahren hat sie dann aufgegeben und ihr nicht mehr geantwortet. Manchmal höre ich ihr monatelang nichts, dann melde sie sich wieder. Vor einem halben Jahr haben sich Belästigungen dann gehäuft. Sie hat ihm geschrieben und auch ein Geschenk direkt vor seiner Haustür deponiert. Als ich dich das letzte Mal angerufen habe und fragte, ob du Zeit für mich hättest, sagtest du nein, definitiv nein. Später hast du mich im WhatsApp blockiert. Aber da, ja, du weißt ja, dass ich nicht will mit dir reden. Du weißt, dass es ist alles drin, es ist alles da. Also ich muss ehrlich sein, wenn ich dich jetzt so erlebe, ich könnte meinen, du steckst das einfach so weg. Aber steckst du es dann auch wirklich so weg? Teilweise, ich glaube, ich kann gut damit umgehen, wenn du dann so merkst, dass es so rattert. Und weißt, so, wenn es so bald kommt, dann stecke ich es weniger gut weg. Das hat mich echt letztes Jahr noch mal recht zurückgeschmissen. Also, das hat mich recht mögen. Es entzieht dir auch jegliche Energie. Und es wird so weitergehen. Das ist einfach der Punkt. Es wird so weitergehen. Und das ist so ein bisschen, das ist mühsam. Also, du weißt, es kann jederzeit wieder kommen. Der Igor befindet sich in einer unangenehmen Lage. In einer rechtlichen Grauzone. Seine Stalkerin ist zwar sehr aufdringlich, aber überschreitet sie auch rechtliche Grenzen. Wir fragen uns, ob der Igor sich dazu schon mal eine professionelle Meinung eingeholt hat. Polizei einschalten? Ist das ein Thema für dich? Das ist schon durchaus schon ein Thema. Ja, das habe ich auch schon abgeklärt und angeschaut. Aber es ist dann eine Güterabwägung. Es ist wirklich eine Güterabwägung. Wie meinst du das, Güterabwägung? Weil da ist ja keine Drohung da. Und dann ist die Frage, ist dir der Aufwand wert für das, dass du höchstwahrscheinlich nicht ein Reha-Verbot hättest oder was auch immer. Handkrumm kannst du sagen, du hättest nachher vielleicht ein Leben, ohne immer im Hinterkopf zu haben, die Person gibt es auch noch. Das würde dich nicht ein verlockend. Was veranlasst dich zu der Annahme, dass sie sich daran halten, nach allem, was du jetzt gesehen hast? Fair. Und so wie sie funktioniert, wie ich glaube, dass sie funktioniert, ist jede Art von Aufmerksamkeit, die sie von mir rüberkommt, ist ein Trigger. Ist für sie wie es ist Nektar. 4 Wochen später. Im Igor sein Fall stimmt uns nachdenklich. Unser Eindruck während dieser Recherche ist, dass es viele Stalking-Fälle gibt, die sich eben in dieser Grauzone abspielen. Und weniger solche, wo klare Straftatbestände wie beispielsweise Körperverletzung oder Drohungen erfüllt werden. Kann man in diesen Fällen wirklich nichts machen?
Wir wollen den Rat von einer Expertin einholen. Die Igor ist einverstanden und kommt mit. Ja, aber das Problem ist, ich kann einfach nicht abschliessen damit. Du kannst es. Es hört nie auf. Das ist einfach das, was ich. Hey, wie fühlst du dich? Bist du nervös? Nein. Weder aufgeregt noch nicht. Ich bin mal gespannt. Also, ganz neutral? Ja, wirklich neutral. Also, ich habe dazu gesagt, jetzt schauen wir mal, was kommt. Wir treffen Sine Selman in der Kanzlei, wo sie arbeitet. Sie ist Rechtsanwältin mit Expertise im Strafrecht. Der Igor erzählt nochmal, was er in den letzten gut 25 Jahren erlebt hat. Von den Briefen, von den Anrufen und dass sie im letzten Winter auch vor seiner Haustür gestanden sei, um ihm persönlich Post vorbeizubringen. Gut. Das ist okay. Ja, danke vielmals. Als ich dich das letzte Mal angerufen habe und fragte, ob du Zeit für mich hast, sagtest du nein. Definitiv nein. Später hast du mich im WhatsApp blockiert. Gut, damit werden natürlich auch die Verhaltensweise, die sie ihr entgegengebracht haben, nämlich dass sie eben den Kontakt nicht wünschen, werden klar umschrieben. Es gibt Verhaltensweisen, die sind für sich genommen, allein schon strafbar. Also jede einzelne Handlung für sich genommen schon strafbar. Wie zum Beispiel Missbrauch von einer Fernmeldeanlage. Das heisst, wenn ich sie jemanden belästigen mit ganz vielen Anrufen, ganz vielen SMS, mit dem Handy. Entschuldigung, der Postweg? Postweg wäre aber dort nicht mit ihm begriffen. Bei den Schildern, die sie jetzt gemacht haben, die sind eher weicher, sind nicht ganz klar strafwürdig. Und da ist es eher so, dass die eben jedes Einzelne für sich genommen nicht strafbar ist. Weil beim Igor nicht einzelne Straftatbestände wie z.B. Drohung oder Körperverletzung zu tragen kommen, ist es schwierig, etwas auszurichten. Allerdings können auch nicht strafbare Handlungen strafbar werden, wenn sie die betroffene Person über einen längeren Zeitraum belästigen. Dann kann das als Nötigung ausgelegt werden. Laut Sine Selman gäbe es auch die Möglichkeit, zivilrechtlich vorzugehen und präventives Kontaktverbot zu erwirken. Trotzdem fragen wir uns, wäre es nicht einfacher, wenn Stalking an sich ein Straftatbestand wäre? Ich bin Praktikerin, ich schaue das immer von der praktischen Sichtweise an. Für mich ist die Frage der Beweissicherung ganz wichtig im Praktischen. Ob man das jetzt juristisch neu möchte, in einen Straftatbestand integrieren oder nicht, ist für mich wie irrelevant, weil heute ist es ja schon strafbar. Der Igor hätte also eine Chance, rechtlich gegen die Frau vorzugehen. Einfach weil Stalking schon so lange andauert. Es sei wichtig, den Stalker innen Grenzen zu setzen. Das heisst klar zu sagen, dass man den Kontakt nicht will und das am besten schriftlich festhält. Ja, Dankeschön. Ah, merci vielmals. Wie fühlst du dich nach dem Gespräch? Ja, es ist aufschlussrichtig. Ich fühle mich gut. Wenn der nächste Eskalationsstoff kommt oder einfach wieder so wie letztes Jahr, dann muss ich agieren. Man kann also auch bei Grauzonenfällen theoretisch etwas ausrichten. Ganz so einfach dünkt uns das aber doch nicht. Ein Grossteil der Verantwortung liegt bei den Betroffenen, die zuerst mal die emotionalen und zeitlichen Ressourcen haben müssen, um etwas gegen Stalker innen zu unternehmen. Und dann müssen sie auch noch etwas in der Hand haben, am besten in Form von Beweis. So wie Sandra. Sie hat ihren Täter letztendlich doch noch angezeigt. Er ist kurz darauf aber bestraft worden. Haben wir zusammen mal einen Blick auf die Anzeige werfen? Da steht dazu, der Beschuldigte hat vorsätzlich, das heisst mit Wissen und Willen, jemanden in grober Weise durch Worte sexuell belästigt. Dann ist noch die Pornografie, wo es darum ging, dass die Person eben eigentlich unaufgefordert vorsätzlich mehr pornografisches Material zugestellt hat. Und dann eben noch Missbrauch einer Fernmeldeanlage. Ja. So. Was heisst das? Das heisst eigentlich, dass er damals in dieser konkreten Situation halt Facebook gebraucht hat, zur Beunruhigung oder zur Belästigung. Da sieht man den Zeitraum, oder? 2012 bis 2015 hast du angegeben. Also es ist ja ein enormer Zeitraum, ja. Über Jahre hinweg. Ja, Wahnsinn. Es kommt zum Urteil. Der Sandra der Stalker muss einen Buß von etwas mehr als 900 Franken zahlen. Im Nachhinein finde ich 925 Franken für eigentlich 4 Jahre, wo er mir mein Leben absolut immer wieder, ja, mega schwer gemacht hat, finde ich es eigentlich sehr wenig. Absolut. Absolut. Für die betroffenen Personen ist das Strafmaß eigentlich nie genug. Weil sie haben völlig recht. Das, was sie erlebt haben über so lange Zeit, das kann man, also das ist in keinem Verhältnis. Und das ist im Grunde genommen oft der Fall. Nach dieser Recherche können wir sagen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, um rechtlich gegen Stalking vorzugehen. Was uns aus dem Gespräch mit Corinna Stoltenberg geblieben ist, ist, dass es super wichtig ist, dass man Beweis sammelt. Weil wenn man so Sachen hat, dann hat man nachher auch viel größere Chancen, um etwas gegen seine Stalkerinnen zu unternehmen.
Übrigens gibt es gerade Bestrebungen zu diesem Thema im Parlament. Bestehende Tatbestände wie beispielsweise Drohung oder Nötigung, die jetzt schon im Strafgesetzbuch sind, sollen in Zukunft ergänzt werden. Und zwar mit Verhaltensweisen wie Aufluren oder Nachstellen, eben kurz Stalking. Im Herbst soll zudem ein Vorentwurf gemacht werden. Und jetzt würde uns wundern, ob ihr schon mal Erfahrungen mit Stalking machen müsst. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren davon erzählen. Und wenn ihr schon mal da seid, abonniert doch den Kanal. Es gibt jeden zweiten Dienstag eine neue Rec-Reportage.